Hi, ich bin Johannes von newgadgets.de und habe hier das Packard Bell EasyNote LS Red. Schauen wir uns mal die technischen Daten an. Da haben wir also eine APU der neuen A-Serie mit einem AMD A8 3500 Prozessor, eine Radeon HD 6740 G2 als Grafikkarte, 8 GB RAM, 1140 GB Festplatte, 17,3 Zoll Display mit einer Auflösung von 1600x900, ein DVD-Player, leider kein Blu-ray, 1,3 Megapixel Webcam und hier haben wir es schon. Also hier oben die besagte Webcam, den Power-Button, hier die Lautsprecher. Wir haben eine Chiclet-Style-Tastatur und was ganz nett ist, natürlich auch ein Numpad. Außerdem hier das Touchpad mit den beiden Maustasten. Wenn wir das Ganze mal zuklappen, seht ihr hier das Packard Bell Logo. Es hat ein schönes rotes Design mit einem schönen Muster drauf. Auf jeden Fall wird hier Wert auf Design gelegt. Schauen wir uns mal die Anschlüsse an. Da haben wir erstmal auf der linken Seite einmal einen Kensington Keylock, VGA, HDMI, USB und die Audio-Ports. Vorne dann die Status-LEDs und einen Kartenleser. Auf der rechten Seite dann zwei USB-Ports, den DVD-Player, Ethernet und den Anschluss für das Netzteil. Auf der Unterseite könnt ihr sehen, dass man den Akku wechseln kann, außerdem auch die Festplatte und den Arbeitsspeicher. Das war also das Packard Bell EasyNote LS in der roten Variante.